Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Was sagt die Bibel uns über Beschneidung? Was sagt uns Gottes Wort über Beschneidung? Und wie müssen wir das Gerichtsurteil des Kölner Landgerichtes verstehen im Hinblick auf das, was die Bibel sagt? Und die Reaktion in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt. Zunächst einmal, bei diesem Kölner Landgerichtsurteil geht es ja darum, dass entschieden worden war, dass Beschneidung eines Jungen, eines Minderjährigen, eines Babys, ein Verbrechen darstellt. In diesem Urteil wurde zwar der Arzt freigesprochen, weil er sich damals noch in einem unvermeidbaren Verbotsirrtum befunden habe, aber nach dieser Entscheidung des Gerichtes kann man wohl schwer diese Verteidigung noch in Anspruch nehmen. Ich habe hier das Gericht vor mir liegen, des Landgerichtes Köln. Und zwar wurde dieses Gericht besetzt von dem Vorsitzenden Richter am Landgericht Binken, sodann von Bernd Böttcher, Postdienst, und Hans-Jürgen Neuenfeld, Postbeamter als Schöffen. Und die haben dieses Urteil gefällt. Nun, das zeigt bereits schon ein wenig das merkwürdige System, dass hier zwei Schöffen, die also gar keine Richter sind, gar keine Juristen sind, das gleiche Recht der Stimmenwahl haben wie ein Richter. Und es ist nicht unbedingt so, dass die Schöffen immer dem folgen, was der Richter sagt, aber in vielen Fällen tun sie es schon. Und dieses Gericht hat jetzt dieses Unding, dieses Schamurteil, wie einige sagen, verfasst. Und ich möchte ein wenig aus diesem Gerichtsurteil einmal vorlesen. Da wurde zunächst einmal festgestellt, dass die Familie des Kindes, um das es hier ging, dem islamischen Glauben angehört. Der Angeklagte führte die Beschneidung, der Angeklagte ist dieser Arzt, der führte die Beschneidung aus religiösen Gründen auf Wunsch der Eltern durch. Aufgrund des von der Kammer eingeholten Sachverständigengutachtens steht fest, dass der Angeklagte fachlich einwandfrei gearbeitet hat. Ein Behandlungsfehler liegt nicht vor. Also darum ging es gar nicht. Es ging um die grundsätzliche Frage, ist Beschneidung aus religiösen Gründen ein Verbrechen? Auch wenn sie richtig und mit Einwilligung der Eltern durchgeführt wurde. Dann wird hier gesagt, in den Entscheidungsgründen, die aufgrund elterlicher Einwilligung aus religiösen Gründen von einem Arzt ordnungsgemäß durchgeführte Beschneidung eines nicht einwilligungsfähigen Knaben ist nicht unter dem Gesichtspunkt der sogenannten Sozialadäquanz vom Tatbestand ausgeschlossen. Die Handlung des Angeklagten war auch nicht durch Einwilligung gerechtfertigt. Eine Einwilligung des seinerzeit vierjährigen Kindes lag nicht vor und kann mangels hinreichender Verstandesreife auch nicht in Betracht gezogen werden. Eine Einwilligung der Eltern lag vor, vermochte indes die tatbestandsmäßige Körperverletzung nicht zu rechtfertigen. Gemäß § 1227 Satz 1 des BGB sind vom Sorgerecht nur Erziehungsmaßnahmen gedeckt, die dem Wohl des Kindes dienen. Also wenn der Staat jetzt hereinkommt und sagt, also ich bestimme jetzt, dass dies nicht mehr dem Wohl des Kindes dient, dann hat der Staat den Vorrang vor dem Sorgerecht der Eltern, nach dieser Entscheidung. Und hier wird Folgendes weiter festgestellt. Nach wohlherrschender Auffassung in der Literatur, beachten Sie dies, nach wohlherrschender Auffassung in der Literatur, das ist wichtig zu begreifen, was hier gesagt wird, entspricht die Beschneidung des nicht einwilligungsfähigen Knaben weder unter dem Blickwinkel der Vermeidung einer Ausgrenzung innerhalb des jeweiligen religiös-gesellschaftlichen Umfeldes, noch unter dem des elterlichen Erziehungsrechts dem Wohl des Kindes. Also zusammengefasst, nach der herrschenden Meinung der Literatur entspricht die Beschneidung nicht dem Wohl des Kindes. Wird hier jetzt gesagt. Und dann wird hier allerlei an Zitaten gegeben, an Quellen, die dies untermauern. Die Grundrechte der Eltern aus Artikel 4 Absatz 1, 6 Absatz 2 Grundgesetz werden ihrerseits durch das Grundrecht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung gemäß Artikel 2 Absatz 1 und 2 Satz 1 Grundgesetz bla 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 begrenzt. Und dann heißt es hier, die in der Beschneidung zur religiösen Erziehung liegende Verletzung der körperlichen Unversehrtheit ist, wenn sie denn erforderlich sein sollte, jedenfalls unangemessen. Zudem wird der Körper des Kindes durch die Beschneidung dauerhaft und irreparabel verändert. Diese Veränderung läuft im Interesse des Kindes später selbst, über seine Religionszuhörigkeit entscheiden zu können, zuwider.
Also die Eltern haben keinerlei Recht, ein Kind innerhalb ihrer Religion zu erziehen, schreibt dieses Gericht hier. Umgekehrt, heißt es, wird das Erziehungsrecht der Eltern nicht unzumutbar beeinträchtigt, wenn sie gehalten sind, abzuwarten, ob sich der Knabe später, wenn er mündig ist, selbst für die Beschneidung als sichtbares Zeichen der Zugehörigkeit zum Islam entscheidet. Und man könnte auch sagen zum Judentum oder auch zum Christentum, wie wir gleich noch sehen werden. Damit wird natürlich genau das verkannt, was die Bibel lehrt. So heißt es dann in dem Urteil, der Angeklagte handelt jedoch in einem unvermeidlichen Verbotsirrtum und damit ohne Schuld. Der Angeklagte hat, das hat er in der Hauptverhandlung glaubhaft geschildert, subjektiv guten Gewissens gehandelt. Er geht fest davon aus und ging fest davon aus, als frommer Moslem und fachkundigem Arzt, sei ihm die Beschneidung des Knaben auf Wunsch der Eltern aus religiösen Gründen gestattet. Er nahm auch sicher an, sein Handeln sei rechtmäßig. Der Verbotsirrtum des Angeklagten war unvermeidbar. Ist es aber jetzt nicht mehr, wie wir gleich sehen werden. Zwar hat sich der Angeklagte nicht nach der Rechtslage erkundigt, das kann ihm hier indes nicht zum Nachteil gereichen. Die Einholung kundigen Rechtsrates hätte nämlich zu keinem eindeutigen Ergebnis geführt. Ein unvermeidbarer Verbotsirrtum wird bei ungeklärten Rechtsfragen angenommen, die in der Literatur nicht einheitlich beantwortet werden, insbesondere wenn die Rechtslage insgesamt sehr unklar ist. Die Frage der Rechtmäßigkeit von Knabenbeschneidungen aufgrund Einwilligung der Eltern wird in Rechtsprechung und Literatur unterschiedlich beantwortet. Aber hatten wir nicht gerade gelesen, dass gesagt worden war, die herrschende Meinung in der Literatur verbietet es? Schauen Sie, das ist eine widersprüchliche Aussage, die natürlich gemacht worden war, um nicht unbedingt jetzt diesen Angeklagten auch noch zu verurteilen. Aber die Quintessenz des Ganzen ist, dass gesagt wird, die herrschende Meinung in der Literatur verbietet die Beschneidung schon seit vielen Jahren als ein Verbrechen. Also dieses Gerichtsurteil war nur die Konsequenz dessen, was bereits in der Literatur und, wie wir sehen werden, in der deutschen Bevölkerung vorherrschte. Es wurde hierauf hingearbeitet. Und deswegen habe ich auch in der letzten Sendung in Auf Posten stehen, als ich auf dieses Schandurteil einging, gesagt. Das erinnert mich an die Nazi-Zeit. Und wie wir sehen werden, das sollte uns in keiner Weise verwundern. Nun, viele haben ihr Desinteresse und ihre Ablehnung gegenüber dem zum Ausdruck gebracht, was ich in der letzten Auf Posten stehen Sendung gesagt habe. Ich habe auch heute Morgen in einem Artikel der Bild-Zeitung über Internet gelesen, die dann auch einmal angefangen haben, darüber zu berichten, dass die meisten Kommentare gesagt haben, ach, die sollen, die Juden, die Moslems, die sollen doch raus aus Deutschland, wenn es ihnen nicht gefällt. Das war die Reaktion der meisten. Ich habe allerdings auch interessante und positive Äußerungen erhalten. Hier ist ein E-Mail von einem Professor für Geschichte und Theologie, der Folgendes mir schrieb. Bravo für deine klare Aussage zum Kölner Schandurteil und deine Gegenüberstellung von Straffreiheit bei Abtreibungen und Kriminalisierung der Beschneidung. In Deutschland haben alle Religionsvertreter, Juden, Christen, Moslems, gemerkt, dass es an die Substanz geht. Religionsvertreter vielleicht schon, aber die große Bevölkerung leider nicht. Übrigens hat die katholische Kirche schon beim Kopftuchverbot daran erinnert, dass hinter der scheinbaren Abwehr des Islamismus in Wahrheit Religionsfeindlichkeit steht. Auch Nonnen tragen Kopftücher. Und dann schreibt der Autor, bei den Minderheiten kann man es ja mal probieren, wie weit man kommt, wie in der NS-Zeit. Hinter dem Urteil steht die Tendenz, die Menschen im Namen der Freiheit völlig aus ihren Bindungen, Familie, Religion etc. herauszulösen und sie dann einem wohltätigen, Anführungszeichen, staatlichen Diktat zu unterwerfen. Der Tutelarismus, Robespierre, Lenin, Hitler und so weiter, erscheint immer in neuem Gewande. Eine sehr interessante Aussage. Nun, bevor ich auf die Bibel eingehe, noch ein paar weitere Ausschnitte nun aus Zeitungen und Zeitschriften und Magazinen, die über dieses Urteil, dieses Schandurteil, wie hier gesagt worden war, berichtet haben. Hier ein Artikel aus dem Spiegel vom 12. Juli 2012. Rabbiner verschärfen Kritik am Beschneidungsurteil.
Sollte das Urteil Bestand haben, sehe ich für die Juden in Deutschland keine Zukunft. Pinchas Goldschmidt, Präsident der Europäischen Rabbiner, hat das Urteil zur Strafbarkeit von Beschneidungen kritisiert. Zuvor hätte er von einem vielleicht gravierendsten Angriff seit dem Holocaust gesprochen. Nun ergänzte er, das Schächerverbot oder das Schächtverbot der Nationalsozialisten, wo damals gesagt worden war, Tiere können nicht gemäß den jüdischen Gesetzen geschlachtet werden. Dieses Schächtverbot der Nationalsozialisten sei ein Zeichen für viele Juden gewesen, wir müssen weg aus Deutschland. Das war damals. Jetzt heißt es, ein Beschneidungsverbot wäre angesichts der Bedeutung dieses Brauches ein viel stärkeres Zeichen. Und wie ich sagte, die meisten Deutschen sind dafür, scheinbar. Hilfreich sei in solch zentralen Fragen der Grundrechte eine Klärung durch das Bundesverfassungsgericht, das aber zurzeit nicht mehr möglich ist, weil das Gerichtsurteil des Landgerichtes Köln rechtskräftig geworden ist. Die einzige Möglichkeit, dies vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen, ist, dies insoweit zu provozieren, dass jemand jetzt dieses Gebot missachtet, verurteilt wird wegen eines Verbrechens und dann Berufung einlegt, Revision, und damit das Verfassungsgericht zu Gehör bringt. Aber das kann natürlich Jahre dauern. Es heißt, hier auf eine höchstrichterliche Klärung wollen die Rabbiner jedoch nicht warten. Keiner von uns kann warten, bis Karlsruhe entscheidet, sagte der Rabbiner Avichal Opel von der orthodoxen Rabbinerkonferenz in Deutschland. Auch nach dem Kölner Urteil würden die von den Synagogen bestellten Beschneider, Mohel, die Entfernung der Vorhaut von Knaben fortsetzen. Unter Eltern herrsche aber große Verunsicherung. Das kann so nicht weitergehen. Die deutsche Botschaft Tel Aviv wollte nun versuchen, ein wenig diesen Sturm der Entrüstung in der ganzen Welt über dieses Schandurteil in Deutschland zu beschwichtigen. Und so haben sie Folgendes am 9. Juli 2012 geschrieben und gesagt, und zwar an den Präsidenten Rivlin: Das Urteil ist eine Einzelfallentscheidung, die keine bindende Wirkung für andere Gerichte entfaltet. Absolut verkehrt. Es ist dies eine Präzedenzentscheidung eines bislang höchsten Gerichtes in dieser Frage, die mit Sicherheit Einfluss haben wird auf andere Gerichte. Es geht hier weiter. Im Ergebnis wendet sich das Urteil von der in Deutschland herrschenden Rechtsauffassung zur Beschneidung ab. Aber nicht das, was das Urteil hier sagte. Die sagte, die herrschende Literaturmeinung ist die, dass die Beschneidung ein Verbrechen darstellt. Dann heißt es, in der Bundesrepublik ist die Zirkumzision seit 60 Jahren gesellschaftlich und juristisch als einwilligungsfähiger ärztlicher Heilangriff akzeptiert, aber keineswegs, wenn man der Mehrheit der deutschen Bevölkerung Glauben schenken will. Diese Entscheidung bedeutet nicht, dass andere Gerichte genauso entscheiden würden, nicht automatisch, aber natürlich ist es auch so, dass viele ja auch auf das politische Umfeld blicken. Und wenn die meisten Deutschen dagegen sind, glauben sie wirklich, dass dann Gerichte oder auch Politiker dann dafür sind? Der Stern schrieb am 12. Juli: Das Urteil sei Teil einer Folge von Angriffen auf religiöse Minderheiten in Europa, sagte Goldschmidt nach einer Sitzung von rund 40 europäischen Rabbinern. Dazu gehörten die Einschränkungen für den Minarettbau in der Schweiz, das Burka-Verbot in Frankreich sowie das Schächtverbot in den Niederlanden. Die haben also jetzt das gleiche Verbot erlassen, was Deutschland in der Nazizeit erlassen hatte. Goldschmidt bezeichnete es als erschreckend, heißt es dann hier in diesem Artikel des Stern, dass nach Umfragen eine Mehrheit der Bevölkerung das Kölner Urteil begrüße. Das Urteil weise darauf hin, dass Muslime und Juden in Europa nicht mehr salonfähig seien. Im 19. Jahrhundert sei der Antisemitismus noch religiös definiert worden. Die neue Sprache des Antisemitismus ist die Sprache der Menschenrechte, sagte Goldschmidt und zitierte damit den Londoner Großrabbiner Jonathan Sachs. Mit anderen Worten, die Menschenrechte verbieten, dass man jetzt die Beschneidung durchführt und andere Dinge tut, die die Bibel lehrt. Am 11. Juli hatte der Stern bereits geschrieben, dass die meisten Menschen in Deutschland lehnen die Beschneidung von Jungen aus religiösen Gründen ab. In einer Umfrage bezeichneten 56% der Menschen das Urteil des Kölner Landgerichtes gegen die Beschneidung als richtig. Nur 35% halten die Entscheidung für falsch. In Amerika hat sich die Mehrheit gegen unsere Sendung Standing Watch über die Beschneidung ausgesprochen. In Deutschland ist es zurzeit, als das letzte Mal mir das anschaute, genau halbe halbe. Es heißt hier weiter in dem Artikel: Ärzteverbände und Urologen dringen nach dem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung darauf, in Deutschland vorerst keine
rituellen Beschneidungen mehr vorzunehmen oder die Eingriffe einzuschränken. Der Bundesverband der niedergelassenen Kinderchirurgen Deutschlands empfahl seinen Mitgliedern, von Beschneidungen abzusehen. Also dieses Urteil hat durchaus schon praktische Konsequenzen gezeitigt. Nun kommt Bundesaußenminister Guido Westerwelle. Der betonte in Berlin, dass eine juristische Debatte nicht dazu führen dürfe, dass an der religiösen Toleranz in Deutschland internationale Zweifel entstehen. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, religiöse Toleranz in Deutschland? Religiöse Minderheiten wurden schon seit langem systematisch verfolgt. Da gibt es hunderte von Beispielen, die ich Ihnen nennen könnte. Also religiöse Toleranz in Deutschland? Es heißt dann hier, in Deutschland ist die freie Religionsausübung geschützt. So? Naja, wenn man das glauben will. Dann heißt es hier weiter in diesem Artikel, auch muslimische Vertreter sowie Repräsentanten der katholischen und der evangelischen Kirche hatten die Entscheidung des Kölner Landgerichtes als Einmischung in religiöse Traditionen bezeichnet und die Korrektur der Gerichtsentscheidung gefordert. Aber wie? Durch das Bundesverfassungsgericht geht es nicht mehr. Also man müsste jetzt wirklich irgendwie durch die Politiker das erreichen wollen. Die Politiker, die ja doch gewählt werden wollen von der Mehrheit der Bevölkerung, die für ein Verbot der Beschneidung ist. Am 29. Juni schrieb der Stern dann auch, dass das umstrittene Kölner Urteil zur Strafbarkeit religiöser Beschneidungen rechtskräftig geworden ist. Es können nun keine Rechtsmittel mehr dagegen eingelegt werden. Als Reaktion auf das Urteil hatten verschiedene Kritiker, zuletzt der Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meissner, ihre Hoffnung geäußert, dass eine höhere Gerichtsinstanz das Urteil kassieren könne. Das Urteil konstituiert eine Schutzpflicht des Staates gegenüber einer Elternentscheidung, die für jüdische Eltern eine biblisch begründete Elternpflicht ist und für muslimische Eltern in einer verpflichtenden religiösen Tradition gründet, sagte der Kardinal laut Mitteilung vom Freitag. Derartige Tendenzen, nun achten Sie auf diese Aussage, derartige Tendenzen, die Religionsfreiheit und damit das religiöse Erziehungsrecht von Eltern in Deutschland einzuschränken, von wegen religiöse Freiheit, ist entschieden entgegenzutreten, sagt er. Ähnlich hatte sich auch die deutsche Bischofskonferenz geäußert, denn die verstehen ja nun auch, wenn man es dort machen kann, kann man es auch woanders machen. Sie verstehen auch, dass das genau das war, was Hitler wollte und auch im großen Maße erreichte. Hier ist eine Entscheidung oder eine Berichterstattung über die Entscheidung des Fokus vom 2. Juli. Wie oft Rabbi David Goldberg das Ritual schon ausgeführt hat, kann er nicht genau sagen. Mehrere tausend Male jedenfalls. In Israel, in Prag, in Budapest und natürlich auch in Deutschland. Goldberg 1948 in Jerusalem geboren, Rabbiner im Fränkischen Hof, amtiert als einer von vier Mochalim in Deutschland als ausgebildeter Beschneider jüdischer Knaben. Dass ein deutsches Gericht die uralte Vorschrift aus der Tora, hebräisch Brit Mila, als schlichte Körperverletzung einstufen könnte, hätte er sich nie vorstellen können. Das ist unverschämt, das ist eine Einmischung in die Religionsfreiheit, schimpft Goldberg. Wie soll er sich jetzt verhalten? Soll er die Vorschrift ignorieren? Oder das Urteil des Kölner Landgerichtes? In dem gleichen Dilemma sieht sich auch die Berliner Kinderchirurgin Manas Shirazi. Die Ärztin nahm oft Beschneidungen muslimischer Knaben vor. Vom Gerichtssaal aus soll ein Teil der Gesellschaft umerzogen werden, kommentiert sie wütend. Aber dachten wir darauf, diese Gerichtsentscheidung ist der Ausfluss der herrschenden Literaturmeinung in Deutschland für viele Jahre. Es heißt dann, sie selbst würde die Operation aber vorerst nicht ausführen. Egal welche Absicht die erste kleine Strafkammer des Kölner Landgerichtes verfolgte, ihr Urteil, das die religiöse Beschneidung in Deutschland zum kriminellen Akt stempelt, stürzt über 3 Millionen Muslime und 130.000 Juden in Deutschland in tiefe Verwirrung, treibt Politiker zu einer hektischen Lösungssuche an und beschert Deutschland bittere Schlagzeilen im Ausland. Und jetzt achten Sie auf dieses alarmierende Zugeständnis. Die deutsche Mehrheitsgesellschaft zeigt sich nach der Umfrage von TSN Emnit für Fokus gespalten. Erstaunlicherweise begrüßen 69% der Unionsanhänger der CDU, der christlichen Partei, das Urteil. Obwohl man von ihnen am ehesten religiöse Sensibilität erwarten würde. Eine unglaubliche Schande wird hier berichtet, meine Damen und Herren. Und wenn Sie zu denen gehören, die das Urteil begrüßen, dann Schande über Sie!
Eines steht jedenfalls fest, heißt es in diesem Artikel, für die betroffenen Regierungsgemeinschaften überschreitet das Kölner Gericht oder Religionsgemeinschaften überschreitet das Kölner Gericht eine rote Linie. Die Beschneidung ist für den jüdischen Glauben absolut elementar und nicht verhandelbar, stellt Zentralratschef Gaumann im Gespräch mit Focus fest. Würde sich die Kölner Rechtsprechung durchsetzen, meinte Gaumann, dann wäre Deutschland das einzige Land auf der Welt, in dem die Beschneidung verboten werde. Natürlich müssen es wieder die Deutschen sein, die sich in dieser Weise profilieren wollen. Unglaublich. Unglaublich. Aber jetzt zu der Frage einmal, was sagt uns die Bibel über die Beschneidung? Wie sollten wir als Christen der Beschneidung gegenüber uns verhalten? Nur zunächst einmal hilft es nicht, wenn man falsche Ideen bringt, um eine religiöse Sache vertreten zu wollen. So sagen einige, das Beschneidungsgebot ist ja ein Gesundheitsgesetz. Mit anderen Worten, man soll sich deshalb beschneiden lassen und Gott hat das damals Abraham geboten, um ein Gesundheitsgesetz zu erfüllen. Dies ist natürlich absolut nicht richtig und kann auch biblisch gleich widerlegt werden. Schauen Sie, es gibt Gesundheitsgesetze, die Gott klar und deutlich erlassen hat. Wie zum Beispiel das Gesetz gegen den Verzehr unreinen Fleisches. Dieses Gesetz kam nicht erst mit Mose in Kraft. Dieses Gesetz gab es schon zur Zeit des Noah zum Beispiel, als Gott ihm gebot, dass er so und so viel reine Tiere und so viel unreine Tiere in die Arche nehmen sollte. Und dann hat Noah nach der Flut reine Tiere auf dem Altar geopfert, keine unreinen Tiere. Schauen Sie, das ist ein Gesundheitsgesetz. Das war bereits schon seit Erschaffung des Menschen in Kraft. Bei der Beschneidung geht es aber nicht um ein Gesundheitsgesetz. Wir lesen nichts in der Bibel davon, dass sich die gerechten Menschen beschnitten hätten vor Abraham. Und Abraham wurde dann der Auftrag gegeben, sich beschneiden zu lassen, seine Nachkommen beschneiden zu lassen, und zwar am 8. Tag der Woche. Von daher geht das Urteil fehl. Das sagt, ja, die Kinder können sich ja später, dann, wenn sie volljährig sind, entscheiden, ob sie sich beschneiden lassen wollen oder nicht. Nein, das Gebot der Bibel ist am 8. Tag der Woche. Und es war dies eine rituelle Anordnung, um ein Verhältnis zu dokumentieren zwischen Abraham und Gott und Abrahams Nachkommen. Die Beschneidung war ein Zeichen eines Bundes und sie war gleichzeitig auch ein Bund. Schauen wir uns dies einmal kurz an. Zunächst einmal in 1. Mose Kapitel 17. 1. Mose Kapitel 17 und in Vers 11. 1. Mose 17 und Vers 11. Da heißt es, eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Es geht um die Beschneidung von Jungen, natürlich nicht von Mädchen. Eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Also es war ein Zeichen des Bundes, den Gott mit Abraham schloss. Dass er der Vater vieler Völker werden sollte, dass er gesegnet werden sollte, dass in seinem Namen sich alle Geschlechter Segen geben sollten und so weiter und so fort. Aber schauen wir uns auch in Römer Kapitel 4 etwas an. Römer Kapitel 4. Und in Vers 11. Römer Kapitel 4 und Vers 11. Da heißt es, das Zeichen der Beschneidung, aber empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war. Also die Beschneidung war nicht auf einmal dazu getan, dass er jetzt gerecht wurde, sondern er war bereits gerecht und wurde dann beschnitten als Zeichen seiner Gerechtigkeit. So sollte er, heißt es dann, ein Vater werden aller, die glauben, ohne beschnitten zu sein, damit auch ihnen der Glaube gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Also wie wir noch gleich sehen werden, es geht hier nicht um die Beschneidung als solche. Es geht nicht nur darum, dass man beschnitten sein muss, um in Gottes Reich gelangen zu können, das ist keineswegs der Fall. Beschneidung ist eine physische Angelegenheit, aber eine durchaus biblisch erlaubte Angelegenheit, wie wir sehen werden, auch wenn sie für Christen, wie wir auch noch sehen werden, nicht verbindlich ist heute mehr. Und kein weltliches Gericht sollte die Autorität haben, dies abzuschaffen. Aber schauen Sie, die Beschneidung war auch selbst ein Bund, wie wir dies in Apostelgeschichte 7 lesen. Apostelgeschichte 7. Und in Vers 8, Apostelgeschichte 7 und Vers 8.
Und er, Gott, gab ihm, Abraham, den Bund der Beschneidung. Und er zeugte Isaak und beschnitt ihm 8. Tage. Und Isaak den Jakob. Und Jakob die 12 Erzväter. Und so weiter und so fort. Die biblische Tradition sagt es deutlich. Alle wurden am 8. Tage beschnitten, laut Bibel. Nun, einige sagen, die Beschneidung ist auch deshalb erforderlich, weil sie gesundheitliche Vorteile bringt. Nun, andere sagen, dass das nicht unbedingt der Fall ist, es ist nicht beweisbar. Und man kann mit Sicherheit nicht sagen, dass die Beschneidung ein Gesundheitsgesetz ist, wie wir noch zeigen werden. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es kann nicht gesundheitsschädlich sein. Es kann auch nicht irgendwie so aufgefasst werden, dass sie nicht dem Wohle des Kindes dient. Denn sonst hätte Gott eine solche Vorschrift nie erlassen. Gott hätte ja nicht eine Vorschrift an Abraham erlassen, seine Nachkommen zu beschneiden, und zwar am 8. Tage der Woche. Und Christus geht ja auch im Neuen Testament darauf ein, dass er den Pharisäern sagt, ihr beschneidet euer Kind am 8. Tag der Woche, damit das Gesetz des Mose nicht übertreten wird, denn Mose hat das natürlich später dann verbrieft. Er hätte das nicht erlassen, wenn dies gesundheitsschädlich gewesen wäre, wenn dies nicht dem Wohl des Kindes gedient hätte. Ich meine, das Kölner Landgericht hat natürlich dies nicht berücksichtigt, weil die höchstwahrscheinlich auch die Bibel gar nicht verstehen. Aber das müssen wir uns klar machen. Es ist keine gesundheitsschädliche Aktivität, die hier stattfindet. Obwohl es kein Gesundheitsgesetz ist in diesem Sinne. Und wir lesen dann, dass Abraham im Alter von 99 Jahren sogar beschnitten wurde. Wir lesen, dass sein Sohn Ismael im Alter von 13 Jahren beschnitten wurde. Und so beschneiden heute viele Muslime ihre Kinder im Alter von 13 Jahren, aber andere machen es früher. Und wir lesen, dass Isaak am 8. Tage beschnitten wurde. Und Sie können dies in 1. Mose Kapitel 17 nachlesen. Aber die Diskussion im Neuen Testament ging nun darum, ob Heiden, die also nicht physisch beschnitten waren, Einlass in die Kirche Gottes haben könnten, ohne beschnitten zu sein. Und das war eine große Diskussion, die sich im Neuen Testament dann abspielte. Und schauen wir uns dies einmal an, zum Beispiel in Galater Kapitel 5. Nun, es geht hier um eine religiöse Betrachtungsweise. Es geht hier darum, dass, wie wir sehen werden, Paulus sagt, wenn ihr meint, ihr müsst physisch beschnitten sein, um dadurch in die Kirche gelangen zu können, um dadurch ins Reich Gottes gelangen zu können, dann ist Christus für euch vergeblich gestorben. Er, wie wir aber auch noch sehen werden, lehnt keineswegs die physische Beschneidung ab. Er überlässt es mehr oder weniger, wie wir in der Kirche Gottes dies auch heute tun, den Eltern. Die haben selbst diese Entscheidung zu treffen. Wollen sie ihre Jungen beschneiden lassen oder nicht? Kein weltliches Gericht hat die Autorität zu sagen, ihr müsst es tun, noch nicht einmal die Kirche Gottes hat diese Autorität. Es ist eine freie Entscheidung der Eltern und sollte es und muss es auch bleiben. Und wir lesen in Galater Kapitel 5, die Verse 1 bis 3. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Er spricht aber hier im religiösen Kontext, wie wir noch sehen werden. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Mit anderen Worten, alle die Ritualvorschriften, nicht nur die Beschneidung, sondern auch die Opfergesetze, die Waschungen, alles das, was nur zeitweilig eingeführt worden war, das nur dazu diente, die Menschen zum Gehorsam gegenüber Christus zu bringen. Denn wir lesen ja im Galaterbrief, dass Paulus sagt, als Christus gestorben ist, als er kam, sind wir nicht mehr unter diesem Zuchtmeister, dem Zuchtmeister der rituellen Opfergesetze, inklusive der Beschneidung. Es war dies also kein Selbstzweck. Aber es geht hier darum, dass man sich nicht religiös, aus religiösen Gründen beschneiden lässt, um zu meinen, man muss dies tun, selbst als Christ, um dadurch Christus zu gewinnen. Darum kann es nicht gehen, darf es nicht gehen. Schauen Sie, in Apostelgeschichte 15 wird eindeutig darauf abgestellt. Es war diese große Diskussion. Damals war das eine Diskussion, die mittlerweile auch dann durch Paulus und andere begann,
Weil Paulus eben lehrte, man braucht sich als Heide nicht beschneiden zu lassen. Und viele, zum Beispiel von der Sekte der Pharisäer, die gläubig geworden waren, die sagten, nein, nein, also Beschneidung ist absolut notwendig. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 15, was geschah, angefangen in Vers 1. Und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden, könnt ihr nicht gerettet werden, könnt ihr nicht das Heil erlangen. Darum ging es jetzt. Als nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, da ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten zu den Aposteln und Ältesten um dieser Frage willen. Und sie wurden von der Gemeinde geleitet und zogen durch Phönizien und Samarien und erzählten von der Bekehrung der Heiden und machten damit allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem kamen, Vers 4, da wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten. Und sie verkündeten, wie viel Gott durch sie getan hatte. Da traten einige von der Partei der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren, und sprachen, man muss sie beschneiden. Und ihnen geboten, das Gesetz des Mose zu halten. Schauen Sie, es ging ja nicht um die 10 Gebote. Das war gar nicht der Sinn, der Zweck dieser Dokumentation, dieser Diskussion, dieses Konzils. Es ging darum, muss man alles das halten, was im Gesetz des Mose steht, inklusive der rituellen Opfergesetze und Waschungen, die nicht mehr gültig sind seit dem Tode und der Auferstehung Jesu Christi. Darum ging es. Und da heißt es hier, in Vers 6, und da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, über diese Sache zu beraten. Und als man sich lange gestritten hat, es war also keine einfache Entscheidung, die man hier erlangte, man hat sich lange über diese Frage gestritten, da stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Brüder oder ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden durch das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt, und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Warum versucht ihr dann nun Gott dadurch, dass er ein Joch auf den Nacken der Jünger tut oder legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso wie auch sie. Und er schwieg die ganze Menge still, und hörte Paulus und Barnabas zu, die erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden. Den Heiden, die noch nicht oder die eben nicht beschnitten worden waren. Und danach, Vers 13, als sie schwiegen, da antwortete Jakobus und sprach, ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu. Schauen Sie, Jakobus war der vorsitzende Prediger, der vorsitzende Apostel der Jerusalemer Gemeinde. Und deswegen hat er hier diese Entscheidung jetzt verkündet. Simon Petrus, Vers 14, hat erzählt, wie Gott zum ersten Male die Heiden gnädig heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Und dazu stimmen die Worte des Propheten, wie geschrieben steht, und er zitiert aus Amos Kapitel 9, die Verse 11 und 12. Danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten, damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen, dazu alle Heiden, über die mein Name genannt wird, spricht der Herr. Der tut, was von alters her bekannt ist. Darum meine ich, Vers 19, und man kann auch übersetzen hier, darum entscheide ich, darum spreche ich das Urteil. Er hatte die Autorität, als der vorsitzende Apostel der Jerusalemer Gemeinde dies zu tun. Deshalb entscheide ich, dass man denen von den Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht Unruhe mache, sondern ihnen vorschreibe, dass sie sich enthalten sollen. Und jetzt zitiert er vier Dinge, die jetzt zwar auch im Gesetz des Mose stehen, im Hinblick auf rituelle Vorschriften, von denen er aber sagt, die sollen nach wie vor gehalten werden. Er sagt ja keineswegs, das ist alles das, was die Heiden tun müssen. Denn wenn das der Fall wäre, wie wir noch sehen, dann könnten die zum Beispiel Leute umbringen, dann könnten die zum Beispiel stehlen, dann könnten die zum Beispiel die Ehe brechen und so weiter und so fort. Darum ging es hier ja gar nicht. Er sagt hier, ich schreibe vor, dass sie sich enthalten sollen von Befleckung durch Götzen, von Unzucht, vom Erstickten und vom Blut. Es ging darum, dass man zum Beispiel keine Nahrung zu sich nehmen durfte und darf, in der noch das Blut ist. Und wenn man Tiere erstickt, sagen wir einmal, dann bleibt das Blut ja in denen. Also es ist die Gefahr, dass man dann Blut zu sich nimmt. Und dann sagt er hier weiter, denn einige sagen, ja, damit hat also Jakobus abgeschafft die Tatsache, dass man den Sabbat halten muss. Denn Mose hat von alten Zeiten her in allen Städten solche, die ihn predigen und wird alle Sabbattage in den Synagogen gelesen.
Also der Sabbat war nach wie vor verbindlich. Und die Apostel und Ältesten beschlossen, samt der ganzen Gemeinde aus ihrer Mitte Männer auszuwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Und dann wird dieses Schreiben dargelegt, dass es der Heilige Geist wird, der diese Entscheidung inspiriert hat, dass eben die Heiden nicht mehr oder überhaupt nicht sich beschneiden lassen mussten, um teilzuhaben an der Kirche und damit letztendlich teilzuhaben am Reich Gottes. Das war die Diskussion, der religiöse Hintergrund. Es wurde aber nicht die Beschneidung verboten als eine physische Handlung. Und so lesen wir in Epheser Kapitel 2 etwas sehr Interessantes, was Paulus wiederum zum Ausdruck bringt, die Verse 11 bis 15. Epheser Kapitel 2, die Verse 11 bis 15. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jeder Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung, denn damals hatte man ja keinen Zutritt zu dem Staat Israel, wenn man nicht beschnitten war. Daher hattet ihr keine Hoffnung, wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, Vers 13, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst Fremde wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Vers 14, denn er ist unser Friede, der aus beidem, aus den Unbeschnittenen und den Beschnittenen, eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen oder das in Satzungen bestehende Gesetz. Es ging hier um das Ritualgesetz. Er hat keineswegs zum Beispiel die 10 Gebote abgeschafft. Nein, er hat das Ritualgesetz abgeschafft, inklusive die Beschneidung, die er nun die Beschnittenen von den Unbeschnittenen, die Juden von den Heiden trennte. So hat er dieses abgeschafft, damit er in sich selber aus den Zweien, den Unbeschnittenen und den Beschnittenen, einen neuen Menschen mache und Frieden schaffe und die beiden versöhne, Vers 16, mit Gott in einem Leibe, durch das Kreuz, in dem er die Feindschaft tötete, durch sich selbst. Es geht hier darum, dass neben die physische Beschneidung nicht mehr ein Feindschaftszaun darstellen sollte und würde, der verhinderte, dass die Heiden Zutritt haben würden zur Kirche Gottes. Aber gleichwohl macht Paulus deutlich, dass die physische Beschneidung bei uns in dem Sinne bei allen vorhanden sein muss, indem wir psychisch oder ich würde sagen geistlich beschnitten sind. Zwar ist die physische Beschneidung nicht mehr notwendig, aber die geistliche Beschneidung sehr wohl. Und so lesen wir dies in Kolosser Kapitel 2. Kolosser Kapitel 2 und in Vers 11. In ihm seid ihr auch beschnitten worden, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet, in der Beschneidung durch Christus. Eine geistliche Beschneidung wird angesprochen. Diese physische Beschneidung war nur ein Vorläufer für die geistliche Beschneidung, die wir erhalten, wenn wir Gottes Geist erhalten. Wie alle Ritualgesetze, alle Opfergesetze ein Vorläufer waren für das, was Christus tun würde. Wir müssen geistlich beschnitten sein. Im Alten Testament wird dies bereits schon zum Ausdruck gebracht, in 5. Buch Mose Kapitel 10. 5. Buch Mose Kapitel 10. Und in Vers 16, da sagt Gott, so beschneidet nun eure Herzen. Darum ging es eigentlich, man sollte seine Herzen beschneiden, seinen Sinn beschneiden und seid hinfort nicht mehr halsstarrig. Und die meisten Menschen heute sind nach wie vor halsstarrig, sind keineswegs in ihren Herzen beschnitten. Deswegen können sie ein solches Urteil fällen, wie das Landgericht Köln. Deswegen kann die überwiegende Mehrheit der Deutschen das gutheißen. Sie sind keineswegs an ihren Herzen beschnitten, haben keineswegs die richtige Sympathie und das richtige Verständnis für Gottes Wort. Haben ihre eigene Weisheit mit Löffeln gefressen, die dem Wort Gottes entgegensteht. Schauen wir uns auch einmal in Jeremia Kapitel 4 an, im Alten Testament, was hier gesagt wird über die Beschneidung. Jeremia Kapitel 4 und in Vers 4. Jeremia Kapitel 4 und Vers 4. Beschneidet euch für den Herrn und tut weg die Vorhaut eures Herzens.
ihr Männer von Juda und ihr Leute von Jerusalem, auf dass nicht um eurer Bosheit willen mein Grimm ausfahre, sagt Gott, wie Feuer und brenne, so dass niemand löschen kann. Und darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen, auf die Hölle und auf die Idee des immer brennenden Feuers. Es heißt, das Feuer, das niemand löschen kann, kein Mensch kann es löschen, aber es würde ausgehen und ging damals auch aus, nachdem nichts mehr da war, das verbrannt werden konnte. Auch in Jeremia Kapitel 9 lesen wir die Verse 25 und 26. Jeremia Kapitel 9 und die Verse 25 und 26. Oder angefangen in Vers 24. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich heimsuchen werde alle, die an der Vorhaut beschnitten sind, nämlich Ägypten, Juda, Edom, die Ammoniter, Moab und alle, die das Haar rundherum abscheren, die in der Wüste wohnen. Schauen Sie, Juda wird erwähnt, die sind physisch beschnitten, aber diese physische Beschneidung macht sie nicht gerecht vor Gott. Und dann fährt er fort zu sagen, denn alle Heiden sind nur unbeschnitten, aber ganz Israel hat ein unbeschnittenes Herz. Nun, die Heiden haben auch ein unbeschnittenes Herz, aber darum ging es nicht. Gott sagte, die Beschneidung, die physische Beschneidung sollte euch zeigen, dass ihr ein beschnittenes Herz haben sollt. Aber das hat offensichtlich nicht geklappt. Also Gott wird jede Person richten nach dem, was sie tut, wie sie lebt. Ob physisch beschnitten oder unbeschnitten. Und schauen wir uns 1. Korinther Kapitel 7 an. 1. Korinther Kapitel 7. Wie ich sagte, die Beschneidung war ein rituelles Gesetz. Sie war kein Gesundheitsgesetz. Und wir lesen 1. Korinther Kapitel 7, die Verse 18 bis 19. Ist jemand als Beschnittener berufen, der bleibe bei der Beschneidung? Nun, das ist sehr interessant. Das hätte sich das Landgericht Köln einmal anschauen sollen. Ist jemand als Unbeschnittener berufen, der lasse sich nicht beschneiden? Mit anderen Worten, nicht beschneiden, um zu meinen, dass man dadurch das Heil sich erwirbt. Hier ist es, worauf es ankommt, in Vers 19, letztendlich. Beschnitten sein ist nichts, unbeschnitten sein ist nichts, sondern Gottes Gebote halten. Also obwohl natürlich ein Gebot damals bestand, sich beschneiden zu lassen, geht es nicht um diese Gebote, von denen Paulus hier spricht. Es waren dies Ritualgesetze. Nein, Gott geht es um das Halten seiner 10 Gebote, seiner Rechtsvorschriften, seiner Satzungen, die 10 Gebote näher erläutern und erklären. Und man soll sie auch dem Geiste nachhalten, die geistliche Motivation an den Tag legen. Nicht nur nicht töten, sondern auch nicht hassen. Nicht nur nicht die Ehe brechen, sondern auch eine andere Frau nicht mit lüsternen Augen ansehen und so weiter und so fort. Also, ob man da jetzt beschnitten ist oder unbeschnitten ist, darum geht es letztendlich nicht. Es geht darum, die Gebote Gottes zu halten. In Römer Kapitel 2 lesen wir die Verse 28 und 29. Römer Kapitel 2 und die Verse 28 und 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht. Das sind die Lehren des Paulus im Neuen Testament, die sich auch in der Apostelgeschichte 15, diesem Konzil, widerspiegeln. Darauf kommt es nicht an, ob man äußerlich beschnitten ist oder nicht. Aber es ist kein Verbot hier ausgesprochen worden. Er sagt, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Deswegen sind wir heute, wenn wir bekehrte Christen sind, wenn wir Gottes Geist in uns haben, laut Bibel, geistliche Juden, geistliche Israeliten. Wir sind Juden oder Israeliten, die wir es inwendig sind. Und das ist die Beschneidung des Herzens, sagt Paulus hier, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Sieh, Gott gibt uns ein beschnittenes Herz, wenn wir es zulassen. Und das ist die Beschneidung, die nach wie vor gültig ist, diese geistliche Beschneidung. Wenn Sie diese geistliche Beschneidung nicht haben, dann können Sie nicht ins Reich Gottes gelangen. Aber es geht hier nicht um die physische Beschneidung, schauen Sie. Und so sagt er hier auch in Buch Galater wiederum, Galater Kapitel 6 und in Vers 15. Galater Kapitel 6 und Vers 15. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, darum kommt es nicht an, sondern eine neue Kreatur. Wir müssen zu einer neuen Kreatur werden, zu einem neuen Wesen. Wir müssen die göttliche Natur in uns entwickeln,
die wir nur dann erhalten können, wenn wir Gottes Geist in uns haben. Wir haben diese fleischliche Natur in uns vor unserer Bekehrung. Und diese fleischliche Natur ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Und wie Paulus sagt, und kann es auch nicht. Damit ist natürlich jetzt hauptsächlich auch das geistliche Gesetz der 10 Gebote gemeint. Denn das Gesetz ist ja geistlich. Wir aber sind fleischlich, sagt Paulus, unter die Sünde verkauft. Um also das geistliche Gesetz der 10 Gebote und der Rechtsvorschriften und Satzungen halten zu können, müssen wir eine geistliche Einstellung entwickeln, muss unser Herz geistlich beschnitten sein. Soweit wir es physisch ist, soweit wir nach wie vor physisch sind, können wir das Gesetz Gottes nicht begreifen und nicht halten. Ob Sie sich dazu entscheiden, Ihre Kinder beschneiden zu lassen, Ihre Jungen beschneiden zu lassen oder nicht, ist einzig und allein Ihre Entscheidung. Aber tun Sie es nicht aus den falschen Motivationen heraus. Tun Sie es nicht, weil Sie meinen, Sie müssten es tun, um damit das Heil für Ihr Kind oder für sich selbst zu bewirken. Wenn das der Fall ist, wenn Sie also ein Christ sind, dann ist Christus für Sie umsonst gestorben. Darum kann es nicht gehen. Aber es kann auch nicht darum gehen, dass die physische Beschneidung an sich falsch ist, verboten sein dürfte. Schauen Sie, wir lesen eine interessante Stelle in Apostelgeschichte Kapitel 16. Wir hatten ja gelesen, was Paulus alles gesagt hatte über die Beschneidung, diese physische Beschneidung, und warum man sich nicht beschneiden lassen soll, wenn man dies aus falscher Motivation heraus tut. Also Paulus wäre mit Sicherheit niemand gewesen, der jemand anderen beschnitten hätte, aus einer falschen Motivation heraus. Und doch lesen wir, dass Paulus nach all dem, was hier gesagt worden ist, nach all dem, was er hier geschrieben hat, gleichwohl eine Beschneidung, eine physische Beschneidung vornahm. Und zwar an Timotheus. Und schauen wir uns hier die Umstände einmal an. Apostelgeschichte 16, angefangen in Vers 1. Er kam auch nach Derbe und Lystra. Apostelgeschichte 16, Vers 1. Und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus. Und wenn Sie weiter in der Bibel lesen, sehen Sie die enge Verbindung, diesen engen Kontakt, den Paulus mit Timotheus hatte, den er nachher seinen geliebten Sohn nannte, dem er Anweisungen gibt, denn Timotheus wurde später ein Evangelist. Und Paulus gibt ihm Anweisungen als einem Evangelisten, wie er sich zu verhalten hatte. Anweisungen, die auch für uns, die wir Evangelisten sind, sehr große Bedeutung haben. Und so sagt er hier, er kam auch nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war und eines griechischen Vaters. Also weil er einen griechischen Vater hatte, war er nicht beschnitten worden. Seine Mutter war gläubig. Wir lesen auch, dass die Großmutter gläubig war. Aber der Vater scheinbar wohl nicht. Auf jeden Fall war er nicht beschnitten worden. Vers 2. Der, also dieser Timotheus, der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonien. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Paulus wollte, dass der Timotheus ihm eine große Hilfe bei der Evangeliumsverkündigung sein würde. Schauen Sie, was er jetzt tut. Und er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Hat Paulus hier heuchlerisch gehandelt? Hat er sich gegen das gewendet, was er selbst gelehrt hat? Keineswegs. Paulus hat niemals gelehrt, es war falsch, sich beschneiden zu lassen physisch. Er hat sich nur gegen die Motivation gewandt. Und hier beschneidet er den Timotheus, weil er ihn gebrauchen wollte, die Juden zu erreichen. Und er wusste, als ein unbeschnittener Grieche, in Anführungszeichen, Sohn eines griechischen Vaters, wäre das sehr schwer geworden. Später gab es sogar Probleme, weil die Juden glaubten, er hätte einen Unbeschnittenen, nämlich Timotheus, in den Tempel mitgenommen. Ein großes Vergehen, aber die wussten nicht, dass Timotheus mittlerweile beschnitten worden war. Und so heißt es hier in Vers 4, als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, die besagten, man muss sich nicht beschneiden lassen. Und Paulus tat es gleichwohl, um deutlich auch zu machen, es war kein Verbot, es ging um die religiöse Motivation und auch darum, dass man den Heiden jetzt nicht befehlen sollte, die müssten sich beschneiden lassen. Vers 5, und da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl durch die Beschlüsse, möglicherweise aber auch dadurch, dass sie erfuhren, dass der Timotheus beschnitten worden war. Nun, wie gesagt, es kann hier keineswegs darum gehen, dass eine religiöse Forderung hier bestand. Aber schauen wir uns kurz einmal Apostelgeschichte 21 an.
die Verse 28 bis 31. Apostelgeschichte 21, die Verse 28 bis 31. Die Juden schrien: Ihr Männer von Israel, helft! Das ist der Mensch, der alle Menschen an allen Enden lehrt, gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen diese Stätte, den Tempel. Dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte entweiht. Denn sie hatten Trophimus, den Epheser, mit dem ihm die Stadt gesehen und sie meinten, sie hätten Paulus in den Tempel geführt. Aber der hatte sie nicht in den Tempel geführt. Aber schauen Sie hier, das war die Reaktion und Paulus wusste dies, dass er die Juden nicht erreichen könnte, wenn er den Timotheus mit sich hatte, der dann auch zu ihnen sprechen würde, der ein unbeschnittener Grieche war. In Galater Kapitel 5 sagt Paulus noch einmal deutlich, worum es geht. Galater Kapitel 5 und in Vers 6. Galater Kapitel 5 und Vers 6. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und die Liebe sagt auch, dass man nicht ein Stein des Anstoßes werden soll, anderen gegenüber, wenn man es vermeiden kann. Der Grund, warum Paulus hier den Timotheus beschnitten hat, war klar wegen der Juden, wie es heißt, die in der Region lebten und die wussten, dass der Timotheus der Sohn eines Griechen war. Und die meisten Kommentare, die sehen das auch so. Zum Beispiel habe ich hier die Nelson Study Bible, die also schreibt, dass es hier gar nicht um das Heil ging. Es ging darum, dass Timotheus beschnitten wurde, sodass er von Gott und von Paulus mehr dazu gebraucht werden konnte, um das jüdische Volk zu erreichen. Und die New Bible Commentary Revised sagt das ähnlich. Das heißt, Paulus beschnitt ihn, sodass er mehr dazu gebraucht werden konnte, das Evangelium zu verkünden. Es war also nicht notwendig, mit Sicherheit nicht notwendig für das Heil, sich beschneiden zu lassen, wenn man es tat, um damit zum Ausdruck zu bringen, ich bin jetzt gerecht dadurch, dass ich mich jetzt beschneiden lasse und ich bin jetzt gerecht und werde dadurch das Heil mir verdienen, das wäre total verkehrt. Aber es war eben auch nicht verboten, dieser physische Akt war nicht verboten. Schauen wir uns einmal an, wie Paulus die ganze Situation sich angesehen hat. In 1. Korinther Kapitel 9, und das gilt auch für uns heute, meine Damen und Herren, wir sollten nicht Anstoß geben anderen gegenüber, wenn wir es vermeiden können. Wir dürfen niemals natürlich Gottes Gebot überschreiten. Es kann niemals darum gehen, dass wenn ein richtiger Zwiespalt besteht zwischen dem, was Gott sagt und dem, was der Mensch sagt, auch wenn es menschliche Autoritäten sind, dass man dann den menschlichen Autoritäten folgt. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber manchmal ist es auch so, dass man nicht zu pharisäisch handeln soll. Wir lesen ja auch im Buch Prediger, sei nicht überaus gerecht in deinen eigenen Augen, damit du dich nicht zugrunde richtest. Es geht darum, dass wenn man die Möglichkeit hat, anderen ein Vorbild zu sein, man das tun sollte, und denen nicht ein Stein des Anstoßes wird. Und vielfach kann man auch dadurch ein Stein des Anstoßes werden, dass man anderen zu viel erzählt über das, was man glaubt, über das, was man in sich eingenommen hat. Man hat dies verstanden, weil Gottes Geist in einem wohnt oder mit einem wirkt, aber die anderen verstehen es ja noch nicht. Man soll also, wie gesagt, die Perlen nicht vor die Säue werfen, muss da aufpassen. Christus warnt davor. Aber hier in 1. Korinther Kapitel 9 lesen wir angefangen in Vers 19. 1. Korinther 9, angefangen Vers 19. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich den Juden gewinne. Und so hat er dann den Timotheus beschnitten aus diesem Grunde. Es war nicht verboten, es zu tun. Es war nicht erforderlich, es zu tun, aber um der Juden willen wurde er ein Jude, wurde Timotheus ein Jude in dem Sinne, damit er eben viele gewinnen könne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden. Unter dem Gesetz heißt unter der Strafe des Gesetzes. Nun, Paulus war keineswegs mehr unter der Strafe des Gesetzes. Er wusste, Christus war für ihn gestorben. Er hatte seine Sünden vergeben. Aber er hatte sich gleichwohl so verhalten, um keinen unnötigen Anstoß zu erwirken. Er ist also in den Mokassins der anderen gelaufen, wie dieser indianische Spruch es sagt,
um die besser verstehen zu können, um die besser beurteilen zu können, um denen besser helfen zu können. So sagt er hier, ich bin denen, die unter dem Gesetz sind, wie einer geworden, der unter dem Gesetz ist, obwohl ich nicht selbst unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich selbst natürlich nicht ohne Gesetz bin vor Gott. Aber er hat sich auch wiederum in deren Situation hinein gearbeitet und versetzt, um denen helfen zu können. Damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Nun, er hat nicht gesagt, dass ihr also weiterhin ohne Gesetz leben könnt. Er hat nicht gesagt, dass die weiterhin, die unter dem Gesetz waren, unter der Strafe, dass die also nichts tun könnten, um von dieser Strafe loszukommen. Aber er hat das richtig, auf richtige diplomatische Weise begonnen. Es gehört sehr viel Fingerspitzengefühl dazu manchmal, um andere zu gewinnen in dem Sinne. Nicht zu viel zu sagen, aber auch nicht zu wenig zu sagen, das Richtige zu sagen. Petrus sagt, wir müssen bereit sein, jederzeit für die Verantwortung, die in uns ist, wenn wir dazu gefragt werden, warum wir hoffen, was wir hoffen, warum wir glauben, was wir glauben. Nun, um dazu bereit zu sein, bedarf es zunächst einmal einer Vorbereitung. Wir müssen uns über diese Dinge Gedanken machen. Wir müssen uns an Gott wenden, ihn beten und beten, dass er uns die Weisheit schenkt. So zu leben, wie Paulus lebte, in gewissen Situationen das Richtige zu tun, das Falsche zu vermeiden. Schauen Sie, es gibt eine andere Stelle, die wir in dem Zusammenhang zu Abschluss lesen wollen, wo Paulus sich geweigert hat, einen Heiden zu beschneiden. Im Falle des Timotheus hat er es getan. Im Falle des Titus hat er es nicht getan. Schauen wir uns dies in Galater Kapitel 2 an. Galater Kapitel 2 und in Vers 3. Aber selbst Titus, der bei mir war, ein Grieche, wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Da waren wieder einige falsche Brüder gekommen, die gesagt haben, ja, der muss sich beschneiden lassen. Paulus erkannte, dass die Motivation hier gewesen wäre, oh, der muss sich beschneiden lassen, um das Heil erlangen zu können. Und da sagte Paulus, nein. Das ist genau das, worum es eben nicht geht. Beschnitten sein bedeutet nichts. Unbeschnitten sein bedeutet nichts. Eine neue Kreatur in Jesus Christus zu sein, die Gebote zu halten, das ist das, worauf es ankommt. Also hier wiederum hat er sich geweigert, weil er eben die richtige Weisheit hatte, zu erkennen, in welcher Situation man sich wie verhalten sollte. Also wie gesagt, meine Damen und Herren, was in Deutschland zurzeit geschieht, ist besorgniserregend. Es ist eine lange Kette von religiöser Verfolgung, die sich zurzeit dort abspielt. Und wir sollten uns dessen bewusst werden. Wenn wir als Christen leben wollen, wie uns auch Paulus an anderer Stelle sagt, wenn wir in gerechter Weise göttlich leben wollen, werden wir Verfolgung erlangen. Ein Versprechen. Aber ein Versprechen, das uns auch sagt, wie uns Christus sich sagt, wenn ihr um eurer Gerechtigkeit willen verfolgt werdet, dann freut euch, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Und wir verstehen ja, dass der Lohn mit Christus kommen wird, wenn er zurückkommt, und dann wird er uns den Lohn geben. Also lassen wir uns nicht von falschen Ideen verführen, lassen wir uns auch nicht dazu verführen, gewisse Dinge aus der Bibel herauszureißen und dann so zu interpretieren, wie wir sie gerne haben möchten, obwohl das nicht ist, was die Bibel sagt. Und lassen wir es nicht zu, meine Damen und Herren, unseren eigenen Gedanken, dass wir Schandurteilen wie das Urteil des Landgerichtes Köln in irgendeiner Weise die Stange halten. Das ist ein absolut gottloses Urteil, ein Urteil, das dem, was die Bibel lehrt, total widerspricht. Und da darf es für uns keine Zustimmung geben. Ich bedanke mich heute für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Musik.